Ja, hi Leute. Ich war im Wald unterwegs und wollte einfach mal gucken, was ich da so finden kann. Und dann kam mir spontan die Idee, das Ganze doch mal für euch zu dokumentieren. Und dabei ist dieses kleine Filmchen hier entstanden. Da das Ganze eben eigentlich gar nicht geplant war, entschuldige ich mich dafür, dass die meisten Bilder recht wackelig waren. Aber wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann kann ich sowas auch mal durchplanen und arbeite dann mehr mit Stativen. Kurz zur Info, es handelte sich bei dem Wald um einen Buchen- und Hainbuchenwald. Hier und da auch noch mal ein paar andere Bäume. Aber ja, seht selbst. Ja, hi Leute. Ich bin heute im Wald unterwegs auf der Suche. Ja, eigentlich nach Laufkäfern, Karabus, aber bin über diesen kleinen idyllischen Bach hier gestolpert und das wollte ich euch einfach kurz zeigen und vor allem das, was hier hinten ist. Moment, hier fließt es weiter durch, aber da hinten ist ein kleiner toter Arm. Da versuchen wir jetzt mal hinzukommen. Und da sind wir auch schon. Und hier sind Kaulquappen von, ich vermute mal, Grasfröschen. Auf jeden Fall irgendwelchen Braunfröschen drin. Die wimmeln hier richtig, also sind richtig viele da hinten an diesem Ast. Und die sind halt nicht in dem fließenden Abschnitt, sondern nur in diesem stehenden, abgeschnittenen Arm, wo sich viel heruntergefallenes Laub drin befindet und Detritus, und davon ernähren sie sich. Mal schauen, was wir noch so finden könnten. Also wirklich richtig schön idyllisch hier. Um Karabus zu finden, hebt man am besten einfach so liegende Stämmchen auf, beziehungsweise dreht sie um. Schaut einfach mal, ob vielleicht einer drunter sitzt. Nee, sehe gerade keinen, aber scheint, als hätten wir hier das Winterversteck, also Futtervorratsversteck von einem Eichhörnchen oder irgendeiner Maus oder so gefunden. Das sind Eicheln und Bucheckern. Okay. Und wenn ihr sowas umgedreht habt, dann dreht es auch immer wieder zurück, damit das Habitat nicht zerstört wird. Könnten wir es hier auch mal versuchen. Ich habe jetzt gerade hier aus Versehen diesen Stamm aufgebrochen, als ich ihn eigentlich umdrehen wollte. Und tada, da haben wir einen Karabus. Hängt er jetzt irgendwie am Rücken. Und versuchen wir da jetzt gleich mal wegzukriegen und schauen mal nach, was es für einer ist. Ich glaube, hier drunter saß jetzt keiner. Gucken, ob ich ihn so kriege. Ja. Und das ist ja die Standardart für hier. Das ist ein, oder ist es ein Viroceus oder ein Problematikus? Ich setze ihn gerade hier ab. Das sieht man. Ne, das ist ein Viroceus. Hätte jetzt eher mit Problematikus gerechnet. Aber der länger gestreckte Hinterleib und die Längsrillen sagen, das ist ein Violaceus. Denn Problematikus hätte so Punktreihen, Kettenreihen auf den Elytren. Das ist ein Männchen, ne Quatsch, ein Weibchen, tut mir leid. Erkennt man daran, dass an den Vordertarsen die Haftlappen fehlen. Und ziemlich dicker Hinterleib hinten, wahrscheinlich voll mit Eiern oder
gerade eine gute Mahlzeit hinter sich. Ja, nee, ich wurde jetzt gerade angepinkelt. Jetzt stinken meine Finger wahrscheinlich bis heute Abend. Ja, okay, dann habe ich für diesen Wald hier also schon mal Carabus violaceus nachweisen können. Ich glaube, es ist die Unterart Purpuras cens, aber das werde ich nochmal nachschauen. Ja, dann schauen wir mal, ob wir noch mehr finden. Es lohnt sich auch immer mal, einen Blick unter solche Moospolster oder Kissen zu werfen. In den meisten Fällen findet man da nur Asseln und Tausendfüßer. Hier und da auch mal Schnecken. Aber wenn man Glück hat, sitzen da auch gerne mal Laufkäfer drunter. Aber hier ist es leider nicht der Fall. Aber hier gilt auch, wie immer, schön wieder alles machen, wie es vorher war. Man hat das Moos zwar jetzt gelöst, aber das wächst wieder an. Ne? Also hinterlasst alles so, wie ihr es vorgefunden habt. Ja, als Entomologe darf man auch nicht allzu zimperlich sein. Und ja, auch im Kot finden sich teilweise sehr interessante Arten. Und ja, wir können da jetzt mal drin schauen. Manche Leute machen das sogar mit den Händen. Aber im Wald gibt es ja schließlich auch genug Stöcke. Deswegen mache ich das immer mit Werkzeug. Und da haben wir auch schon etwas, was ich mir gedacht habe. Da sind Aphodius drin. Also Dummkäfer werden ihrem Namen gerecht. Hier habe ich so eine kleine Federstahlpinzette. Die eignen sich dann gut, um das Gefundene rauszupicken. Hier ist noch einer. Also das sind eben ganz typische Kotfresser, die auch darin brüten. Und eigentlich kann man sagen, je frischer der Kot, desto mehr findet sich da noch drin. Das hier ist jetzt so mittelfrisch, Pferdeäpfel. Naja, ich wollte euch nur mal zeigen, dass man das auch machen kann. Ich werde jetzt hier nicht noch groß weiter drin rumwühlen, weil ich glaube, mehr als die Aphodius werde ich jetzt hier drin nicht finden. Welche Art das genau ist, kann ich nicht genau sagen. Die sind teilweise recht tricky. Ich werde jetzt mal Nahaufnahmen von diesen Käfern machen und dann mal schauen, ob ich sie dann später zu Hause anhand der Fotos bestimmen kann, was nicht garantiert ist. Meine Bestimmung zu Hause hat dann ergeben, dass es sich um zwei verschiedene Aphodius-Arten handelte, und zwar um Aphodius prodromus und um Aphodius stickticus. Bei dem Carabus handelte es sich, wie ich mir auch schon im Wald gedacht habe, um ein Weibchen von Carabus violaceus purpuras cens, was man eben am langgestreckten Hinterkörper und den Rillen auf den Elytren erkennt. Das war es dann jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert. Bis demnächst. Ciao.